Servus Leute, willkommen zurück zu Powerblade. Letztes Mal haben wir das Let's Play begonnen, haben Sektor 1 geschafft, haben dafür im zweiten Sektor schon ordentlich verkackt. Ja, und ich merke gerade, meine Boomerangs und alle sind... Ja, die sind... Habt ihr richtig gehört? Die sind wieder ziemlich schwach geworden. Macht aber nichts, wir werden das auch so schaffen. Hoffentlich. Ah! Boah! Skill! Skill schreibt man S-G-I-L. Skill. Ey! Ey! Ihr Nasen! Ich muss mal gucken. Wow, der kann wohl ziemlich weit stehen. Ja, ich hab... Ja, doppeldumm. Ich hab angegriffen und nach dem Angreifen kann ich nicht direkt springen, das... Stern! Bomb! Nein! Was ist das? Tatsächlich Lebenskrafterweiterung. Lebenskrafterweiterung, naja. Verpisst euch, Batman! So. Nein! Batman lässt alles fallen, das ich eventuell nutzen könnte, aber... Ich weiß nicht warum, aber ich nenne jede Fledermaus nenne ich jetzt Batman. Nein! Warum eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe einfach Lust dazu, eine Fledermaus als Batman zu bezeichnen. Weil Bat heißt ja auch Fledermaus. Ah, zu früh gesprungen. Oh, ich dachte, ich verkack's. Ich weiß nicht, ob das Instant Death ist, aber ich versuch's gar nicht erst. Moment, ich muss nach rechts. So, hier war gleich irgendwas Böses und Blödes. Das übrigens zwei Schläge aushält. Ausgewichen. Ihr widerlichen. Stern? Ja, Stern. Das irritiert gerade dieses... Dieses Wasser im Hintergrund. Wasserfall. Wehe. Mann! Die kommen teilweise so unfair. Ne, nicht unfair, aber... Spät eben! Das ist doof. Aha. Oh, ich erwische ihn ganz knapp. Ja, jetzt kann ich zwei schießen, aber... Hä? Ach so, da sehe ich's. Ich habe die Karte schon. Okay, gut zu wissen, wenn man einmal stirbt. Muss man die ID-Card nicht mehr einsammeln. Das heißt, ich bin den Weg jetzt umsonst gelatscht und kann den Mörderweg zurückgehen. Ja, super. Oh. Moment, hier? Genau. Nein, nein! Oh. Hier müsste aber links gleich eine Panzerung sein. Ja gut, komm her, Burger. Da links kommt ein Geschoss geflogen. Ich bin schneller als das Geschoss. Hallo! Holy shit. Stern. Ja, gleich. Erstmal das hier. So, jetzt gucken. Hier geht's noch weiter. Aber hier waren die Plattformen, oder? Ja. Die Power ist nicht enorm. Kommen gleich zu Dinger, genau. Die natürlich in mir spawnen. Vielleicht sollte ich einfach rennen, genau. Wow, Double Burger. Einen doppelten Cheeseburger, bitte. Die Amis sind ja so burgerversessen. Nee. Nee. Gut. Ich muss jetzt nur... Oh, nee. Kann ich das vernichten? Nee. Habe ich noch meinen Käsekuchen? Nee. Keine Ahnung, was das sein soll. Camembert, Käsekuchen. Was weiß ich. Ich verstehe nicht, wie man da durchkommen soll. Vielleicht bin ich zu doof. Ja, meine Rüstung hält ja zum Glück noch einen Hit aus, aber... Och, der Hund geht mir gerade so auf die Nerven. Ja, man hört den Hund, ich weiß.
Ich hoffe, er stört nicht allzu sehr. Das klingt nämlich so, als ob jemand den Hund verprügeln würde, aber ist nicht so. Shit! Das ist einfach nur, weil der Hund unbedingt raus will, aber draußen gerade alle möglichen Leute sind. Hallo! Oh, danke. Und diese allen möglichen Leute den Hund nicht draußen haben wollen, weil da auch eine gewisse Person ist mit gewissen Kindern und die nicht... Ach gut, die sich natürlich aufregt über alle mögliche Scheiße und naja. Ah! Der Sprung ist knapp. Ich bin vor am Tor eingegangen, wollte mich flachsen. Und hier ist gar nichts mehr. Gut, was gibt's hier? Oh, Sektor 2. Confirmed. Ich hasse das Wort confirmed. Weil Sui ist die ganze Zeit... Ey, Dragon! Einfach spammen. Aua. Dragon? Gut, einfach spammen. Warum ich das Wort hasse? Weil Sui ist die ganze Zeit... sagt... Wegen jeder mögliche Scheiße. Aus irgendeinem Grund. Er sagt das immer. Oder zumindest hat er es früher immer gesagt. Naja, der ist sowieso tief gefallen ohne Ende, also... Naja, gut, Sektor 3! Da oben springt schon mal ein Affe herum. Burger, gut. Ich habe noch meine fetten Boomerangs. Und natürlich habe ich nicht die... Power Armor Ultra Rüstung. Ich werde wohl... Nein! Oh. Hallo. Ich werde wohl ein bisschen trainieren müssen, das Spiel, bevor ich Snowdev schaffe. Aber es wäre natürlich eine Erweiterung meiner Longplay-Sammlung und so. Longplay-Sammlung. Ah, er hat mich schon wieder getroffen, dieser Baby-Gorilla. Weil aktuell... Was zum Henker? Aktuell habe ich 90 Longplays aufgenommen. Davon nicht alle als Snowdev. Moment, das könnte widerlich werden. Es sei denn... Nee, ah gut, 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 gut. Weil das Ding da links nervt so ein bisschen. Aktuell habe ich 90 Longplays aufgenommen von allen möglichen Spielen. Über verschiedene Konsolen. Macht Spaß, ich gucke auch sehr gerne Longplays, also unkommentierte Videos. Weil das muss auch mal sein. Schon wieder ein Gorilla. Ist das hier Gorilla-Hausen oder wie? Der Frosch sollte sich verpissen. Gut. Weil es macht einfach Spaß, sich auch mal unkommentierte Videos anzugucken. Und zu gucken, okay, wie hat die Person X jetzt... Also wie hätte Person X jetzt reagiert an der und der Stelle? Wow! Ja, das war ja leider der Haken an so einem Xbox-Steuerkreuz. Aber das Ding nutze ich schon seit etlichen Jahrhunderten. Und ja, ihr könnt jetzt auch sagen, oh, warum guckst du dann nicht einfach ein Let's Play? Dann weißt du, wie diese Person da reagiert. Hard shit. Das... Okay, es funktioniert. Es hat einen guten Grund, weil... Wenn ich mir das Longplay dann irgendwann nochmal anschaue und das... Aha. Und das wird ja auch der Fall sein, dann... Ups, du bist Nova. Ja, du musst Nova sein. Hier, ich bin dein Kontakt. Nimm diese Karte. Für Sektor 3. Viel Glück. Ja. Dann, warum guckst du dich einfach ein Let's Play? Dann, ja, aber diese Longplays gucke ich mir ja öfter an, als nur einmal. Und wenn ich es mir beim nächsten Mal angucke, dann könnt ihr mir so denken, ja, was hätte die Person jetzt wohl gesagt? Und beim Let's Play, da weiß ich ja, was die Person dann gesagt hätte. Weil... Wow, shit. Beim Let's Play, da hört man nur eine Antwort immer. Fledermaus nervt gerade ordentlich. Aha. Und beim Longplay, wo es unkommentiert ist, da kann man sich an allen möglichen Stellen immer wieder neue Kommentare sich denken, was die Person hätte gesagt haben können. Shit. Verdammt. Ich starte hier. Ey, shit. Ja, stimmt ja. Der blaue Boomerang ist schwächer. Das ist jetzt doof. Das ist richtig doof.
Frog. Kann ich da... Nee, nicht da. Aber kann ich da durchfallen ohne Schaden? Ja, kann ich. So, ich glaube, ich sollte jetzt mal nach unten gucken. Ich wette, da rechts, da links ist was Interessantes. Na, gucken wir erstmal nach unten. Froschhausen. Stern, okay. Einfach immer ballern, wenn man springt. Ja, das bringt's. Nein. Ja, er springt wegen dem Sprung nicht. Er springt wegen dem Sprung nicht. Was zum Henker? Wegen dem Schuss, meine ich. Wandelnde Blumen! Oh nein, das sind die Viecher. Gut, ich kann da durchballern. Kommt her. Put, 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 ihr. Was auch immer ihr sein sollt. Maden. Jedenfalls. Ey! Habt ihr das gesehen? Das Vieh verarscht mich. Ich hasse Maden übrigens. Nein. Also doch, ich hasse sie, aber... Aber sagen wir es mal so, es sind die Tiere, die ich am wenigsten mag. Zumindest die, die mir jetzt gerade einfallen. Also es kommt irgendwie so eine widerliche Ekelspinne irgendwo angetanzt. Die habe ich natürlich auch nicht gern zum Kuscheln, aber Maden finde ich dann doch ein Stück widerlicher. Nein! Oh. Den? Jawohl! Voll den Kopf weggebrezelt. Komm her. Vielleicht mit Rückschwung? Ne, es geht irgendwie nicht. An dem Kopf wegpfeffern. Oh, die Sprünge hier sind teilweise mega knapp. Noch ein Frosch, noch eine Leiter, noch ein linker Weg. Ne, Moment, von da links komme ich, glaube ich. Badminton! Badminton. Haut ab. Ammo! Ah, Sektor 3, Ende. Perfekt. Ja, mit B, perfekt. Was kommt hier? Okay, kann... Irgendwie... Was ist das? Muss ich die Nester zerstören? Ich glaube, das wird widerlich. Oder... Ah, das mittlere Nest ist kaputt. Gut. Man hört nur Explosionen. Aber ich habe noch nie eine Biene explodieren gehört. Ah, kill sie doch! Hallo! Achso, es geht ja nicht. Dumm. Von mir. Stimmt, ich kann ja auch schräg nach oben. Ich Depp. Gut, das ist kaputt. Nein! Ah, dumm. Die haben einen anderen Rhythmus irgendwie. Aber der Boss ist easy. Ich glaube, die Bosse sind ziemlich einfach. Ja, super. Genau in dem Moment. Aha, ja, ja. Gut, das war's. Okay. Moment, ich kann mich doch einfach... La, la, la. Warum nicht gleich so? Gut. Sektor 3. Beendet. Wahrscheinlich brauche ich 5 Parts oder so, es sei denn, das letzte Level ist bockschwer. Vielleicht könnte ich dann sogar gleich mit dem nächsten Projekt weitermachen. Mit Donkey Kong Land 1 oder Castlevania 2, je nachdem, was ich zuerst mache. So, Sektor 1, 2, 3, das heißt, jetzt kommt Sektor 4. Okay, mehrere Wege, hier sind Stacheln. Geile Musik. Haut ab. Richtig geile Musik. Gefällt mir. Hau ab, du Bockvieh. Ja, Bockvieh. Danke. Ahahaha. Und das Bein gestellt. Jawohl. Hahaha. Und dem auch. Jawohl. Die Sprünge, also manche Sprünge sind echt knapp. Aber vielleicht liegt das daran, dass ich die Pixel hier noch nicht gut kann. Das ist so wie bei Mega Man. Jemand, der Mega Man zum ersten Mal spielt oder nicht so die Mega Man-Erfahrung hat,
Ah, shit, ich habe nicht aufgepasst. Der, ja, ist... Oh, ich bin doch so ein Honk. Ah, Rüstung! Ja. Der kann die Pixel von Mega Man auch nicht richtig einschätzen. Wenn ich das Spiel hier öfter spiele, dann kenne ich die auch jeden Pixel auswendig. Ja. Aber ich habe keinen Camembert. Da geht's nach unten, da geht's nach rechts. Da ist Camembert. Der liegt so doof. Hm. Ja, du bist wieder da. Mach auf! Nicht du! Sie verarscht mich! So. Mach auf den Kack. Jetzt ist der natürlich oben wieder da. Ja, der da hinten. Boom! Mittlerweile fahre ich auch fast jeden Tag mit dem Stapler. Ich sag euch, Leute, der Stapler scheint, mir hätte nichts Besseres... Oh, kalt. Mir hätte nichts Besseres passieren können. Moment. So, und jetzt beeilen. Gibt nichts Besseres als Stapler fahren, ganz im Ernst. Mega geil. Das ist so ein Job, den... Warum hast du dich im Gefrierfach versteckt? Kann mir das irgendjemand sagen? Psst, you must be Nova. I'm your contract here. Take this ID card for Sector 4. Good luck. Gut, ganz wie du meinst. Ah, hier geht's auch noch lang, aber wozu? Was gibt's hier? Eine Leiter, an die ich nicht rankomme. Ach so, na, ich verstehe. Das ist wohl einer der anderen Wege. Okay, ich hab's gecheckt. Wieder so ein Gorilla. Gorillas. Gorillas. What the fuck? Da komme ich ja gar nicht hin. Ja, das ist jetzt doof. Ja, toll, jetzt muss ich einen mega Umweg gehen, nur wegen diesem Gorilla. Den Camembert hätte ich gern. Ah, okay, da unten geht's Richtung Gefrierfach. Den ganzen Weg wieder zurück. Oder wie? Ja, das war doof. Ich wollte mich eigentlich ducken, aber... Steuerkreuzer, nö. Ah! Du hättest mich eigentlich killen sollen, aber danke. Ach, Scheißdreck. Ja, und die Bombe habe ich erst recht nicht bekommen. Apropos, warum nütze ich die nicht? Okay, da geht's lang, da geht's nach oben. Verpisst euch. Wow, ist das Vieh schnell. Manche Viecher sind hier... Ah. Auffrischung. Schade, dass ich jetzt nicht 4 Hitpoints habe. Das wäre geil. Doof? Doppelt doof? Moment. Haha. Ha, ha. Und hier lang. Jawohl. Ein Run. Ich habe einen Run, wie ihr seht. Ne, eigentlich nicht. Aber mein Typ bewegt sich ja. Er läuft ja. Haha, Run. Geht das? Ja, geht. Ich habe einfach Lust, wehrlose Leute zu töten. Ich kann theoretisch gesehen auch nach oben schießen und dem das Bein stellen. Dem armen Typ. Oh, Affe. Haha. Gorilla vernichtet. Pixelsprung. Jawohl. Wie überdreht ich irgendwie bin. Aber ich habe gerade Bock auf das Spiel. Weil die alten Klassiker sind geil. Ich habe keine Bombe mehr. Brauche ich auch nicht. Ein Burger, der liegt jetzt da und ist dann verschimmelt wie bei McDonald's. Ne, McDonald's hat keine verschimmelten Sachen, aber... Ne, manche Sachen schmecken schon nicht ganz so gut dort. Was heißt manche? Ziemlich vieles sogar, aber gut. Was soll's? Ist nur meine Meinung. Ausgewichen wie ein junger Gott. In Form eines Menschen mit... Ah! Rüstung! Oh, den da oben habe ich erwischt, oder? Ja, geil, geil, geil. Schade, dass ich mein allererstes Video, das ich jemals aufgenommen habe, nicht mehr besitze.
Weil das war Super Castlevania 4, so eine Testaufnahme. Naja, es war keine Testaufnahme, es war schon ein richtiger Let's Play-Start. Die Aufnahme ging 9 Minuten irgendwas und ja, nach 2 Minuten ist es schon asynchron geworden und nach 9 Minuten war der Sound schon so verzögert im Vergleich zum, also war mein Kommentar schon so verzögert im Vergleich zum Spielsound, dass da waren mehrere Minuten Abstand. Also da habe ich zum Beispiel angegriffen und dann, sagen wir mal, 3 Minuten oder 4 Minuten später ist der Gegner erst gestorben von dem Angriff, dem ich da wirklich gestartet habe. Da gab es keine Ausflüchte von wegen, ach nö, das war doch dann ein anderer Angriff. Nee, war es eben nicht. Ich habe die damalige Aufnahme mehrfach kontrolliert und es war leider so. Das habe ich damals mit mit Cam Studio aufgenommen, so ein kostenloses 0815 Programm. War nicht das allergeilste, aber sonst hätte ich damals schon 2009 oder so anfangen können mit Let's Plays und das wäre so geil gewesen. Wobei, dann hätte ich Simon wahrscheinlich niemals kennengelernt. Wer weiß. Aber dann hätte ich jetzt bestimmt mindestens 30.000 Abos. Da gehe ich jede Wette ein. Ist mir auch schon mehrfach bestätigt worden. Ja, Sektor 4. Einfach draufhauen. Ein Dicker. Mein Dingens. Kann sein, dass der Typ. Achso, nee, ich hab die. Ja, pff. Also die Bosse hier sind Schlappschwänze. Jetzt habe ich die Rüstung wieder nicht ins nächste Level mitnehmen können. Verdammt. Naja, was soll's. Wir haben jetzt nur mehr 2 Sektoren, oder? Wow. Aber wahrscheinlich kommt danach wieder irgendein letztes Final Level Gamer, haha. Gut, auf in Sektor 5 und... Moment, an das Lied kann ich mich auch erinnern. Das hier und das andere Lied von Sektor 1, das hatte ich über die Jahre hinweg in Erinnerung behalten, obwohl ich den Namen des Spiels nicht mehr wusste. Aber gut, wir werden jetzt hier erstmal einen Schnitt machen. Das war Power Blade. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.